Wenn man jetzt die Rechenarten kombiniert, also Plus, Minus, Mal geteilt, Potenz, vielleicht sogar noch Klammern mit einbezieht, dann muss man die Prioritäten kennen. Und zwar Klammer vor Potenz, vor Punkt, vor Strich. Das Beispiel, das ich jetzt hier gebe, ist nicht ganz so kompliziert. Es soll ja ein Überblick sein. 2,3 minus 0,3 mal minus 4 Drittel. Vorsicht! Eine ganze Reihe von Schülern würde hier gleich mal folgenden Fehler machen. 2,3 minus 0,3 ist 2 als Zwischenschritt. Und das ist natürlich falsch. Es ist zwar verlockend, aber es ist falsch. Und warum? Weil die Multiplikation Priorität hat. Es muss also zuerst das Produkt ausgerechnet werden und anschließend wird abgezogen. Also 2,3 minus. Ja, und jetzt muss man sich überlegen, was kommt denn heraus bei der Multiplikation? 0,3 ist positiv, minus 4 Drittel ist negativ, plus mal minus ist minus, also kommt eine negative Zahl raus. Und man muss sich überlegen, nachdem man hier einen Dezimalbruch hat und hier einen Bruch, in was rechnet man weiter? Rechnet man in Dezimalbrüchen weiter, also in Kommazahlen, oder rechnet man in Brüchen weiter? Man muss sich für eine Form entscheiden. Das fällt in diesem Falle jetzt nicht besonders schwer. Und zwar ist 4 Drittel periodisch. Wenn man es umwandelt, kommt ein periodischer Dezimalbruch raus. Das sehe ich sofort wegen der 3 im Nenner. Und mit Perioden kann man schwer weiterrechnen. Ja, aus dem Fall lassen wir mal die Brüche Brüche und wandeln diese Kommazahl ebenfalls in einen Bruch um. Das ist also dann 3 Zehntel. Und das wird multipliziert im Zähler mit 4 und im Nenner mit 3. Ja, und jetzt kann man wieder kürzen. Und zwar lässt sich die 3 ganz rauskürzen und dann kann man noch mit 2 kürzen. Die passt in 4 zweimal rein und in 10 fünfmal. Also ergibt sich 2,3 minus 2 Fünftel, falsch, minus minus 2 Fünftel. Und das ist natürlich dasselbe wie 2,3 plus 2 Fünftel. Ja, also eine negative Zahl zu subtrahieren bedeutet dasselbe wie die positive Zahl zu addieren. Auch hier könnte man jetzt wieder beides machen. Man könnte mit Brüchen weiterrechnen, also diese Zahl in einen Bruch umwandeln. Oder man kann mit Dezimalbrüchen weiterrechnen, also 2 Fünftel in einen Dezimalbruch umwandeln. Und das erscheint mir hier leichter, weil 2 Fünftel, das sieht man sofort, ist 0,4. Ja? Also ein Fünftel sollte man kennen, 0,2. Also ist 2 Fünftel das Doppelte, 0,4. Dann hat man die Rechnung 2,3 plus 0,4 und damit insgesamt 2,7. Das andere wäre nicht falsch gewesen. Man hätte natürlich auch aus 2,3 zum Beispiel 23 Zehntel machen können. 23 Zehntel, dann hätte man hier noch auf 10 erweitert und hätte ebenfalls zusammenfassen können. Grundsätzlich sollte man sich vielleicht an die Faustregel halten. Bei Multiplikation und Division ist es besser, mit Brüchen zu rechnen. Und bei Addition und Subtraktion ist es in der Regel angenehmer, mit Kommazahlen zu rechnen. Da gibt es natürlich in Einzelfällen immer wieder Ausnahmen, aber im Allgemeinen hält man sich ganz gut an diese Regel. Ja, und das war's. Und jetzt viel Spaß bei den eigenen Rechnungen.